Einmalig. 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 Da erlebe ich mich als einmalig, einzigartig. Es gibt keinen Beweis dafür, dass da noch wer anders ist. Denn alle anderen, die ich als anders erlebe, erlebe ich ja nur als eine weitere Geschichte in dem, was ich als mein Leben bezeichnen könnte. Und selbst die Erfahrung von meinem Leben, wie lang wird sie anhalten? Wie schnell komme ich dazu, zu glauben, dass das meins ist? Durch die Wiederholung. Durch die Prägung und den Prozess, sich als Individuum zu erleben. Durch das Gefühl, das ist mein Körper, das sind meine Erfahrungen. Durch das Wissen, dass ich für real halten kann. Und durch die Bestätigung von den anderen, die in meiner Geschichte auftauchen, die auch das Gefühl mir vermitteln, sie hätten ein Leben und sind einmalig und einzigartig. Okay, als Ideen können sie da sein. Es ist so. Es ist schon sehr lustig. Vor allem, wenn es dann dazu kommt, zu dem Besitz von meinem Geld, habe ich genug, kann ich genug weitergeben? Geht es darum, mich zu kümmern und es zu teilen oder immer mehr anzuhäufen? Wenn ich dann Geschichten höre von irgendwelchen Superstars, die 30 Millionen Dollar im Jahr verdienen und gleichzeitig eine Verhaltensstörung haben und trotzdem so begnadet sind, dass sie ein Talent aufweisen, mit dem sie ganz viel Geld generieren können. Aber sind die besser dran? Weiß ich nicht. Um die geht's ja gar nicht. Was wirklich lustig ist, dass zum Beispiel ich erlebe einen Sonntag, an dem ein Tanzfest ist. Ein berauschendes Tanzfest. Ekstatisch, fein, zärtlich. Poetisch, romantisch. Voller Glückseligkeit. Und dann ist es vorbei. Und am nächsten Tag ist dann da wieder diese Leere und ich erlebe mich allein im Zimmer, ohne diese Erfüllung von dieser unvorstellbaren Bewegung und Begegnung im Tanz, wo die Energie nur so fließt. Und ich nicht mehr ein Teilchen bin, sondern eine Welle oder ein Raum, in dem der Ozean tanzt. Also dass dieses Empfinden von Glück und Freude vergänglich ist, ja, aber ich kann nun sagen, okay, es hat mich genährt und bla. Und doch, es ist weg.
so krass. In meiner Bewegung ist mich anhält und dann eine Erinnerung von mir da ist oder sowas wie eine Identität, die daran glauben muss, dass sie weiter besteht. Also Programm der Identität ist eine Kontinuität der Geschichte aufrecht zu haben, um einen scheinbaren Beweis dafür zu finden, dass es mich auch wirklich gibt. Ja, der Humor ist ein Tor, um sich selbst nicht so ernst zu nehmen in diesem Spiel. Weil all diese tollen Menschen oder all diese traurigen oder armen, denen gar nichts gehört oder die auf der Flucht sind, auf der Reise. Die werden auch alle verschwinden. Und jeden Tag oder jetzt ist diese Konfrontation da. Von diesem Wissen, das mir sagt, ich wäre das und das und hier bin ich, das ist die Nation, das ist das Volk, das ist der Ort. So, jetzt musst du einheizen oder arbeiten gehen, dich kümmern, damit du weitererlebst. Also, wenn ich hinschaue, wo schaue ich hin? Ist da dieses Wissen, das so real erscheint und dann ist da diese Lebendigkeit, die nicht ins Wissen eingepackt werden kann, die kann nicht in ein Konzept gepackt werden. Und gleichzeitig ist dieses Bedürfnis nach Sicherheit da. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit da, dass ich dann durch Konzepte mir aufrechterhalten will. Ha. Und dann wird es irgendwie tot. Naja. Und dann ist oft so die Angst da, oh ja, ich mach's falsch, ich werde dann leiden, wenn ich nicht. Und dann kann ich die Gnade nicht sehen, dass gerade im Moment nichts vonnöten ist, nichts anderes als das, was da ist. Und das ist das Abgefahrene, dass es nicht übertragbar ist. Das Empfinden, was dieser hier hat und dann der sich's anschaut, wieder eine völlige andere Situation, dass es sich immer umgestaltet. Also in dem Erleben vom Leben, dass es immer anders ist. Jedes Mal anders. Und zwar, aber es kann auch vertraut und bekannt und so erscheinen. Und trotzdem wirkt es, als wäre da eine ständige Bewegung. Aber keiner weiß, ob die Bewegung nicht eine illusorische Bewegung ist, weil es eine Interpretation ist, dass da eine Bewegung ist. Das ist nur ein Mechanismus ist. Weil ich nicht weiß, ob nicht alles schon da ist. Aber ich kann das alles gar nicht wahrnehmen, weil dazu dieses Instrument vom Körper, Geist, Verstand, Organismus gar nicht dafür ausgelegt ist, alles wahrzunehmen, sondern der Körper, Geist, Verstand, Nervensystem, Mechanismus dazu dient, um
eine Abfolge von Erlebnissen zu erleben. Wer weiß, ob es nicht alles einzelne Events sind. Was heißt Event auf Deutsch? Scheiß Anglizismen. Das ist immer Einheiten, sind einzelne Veranstaltungen, Ereignisse, Erlebnisse, wenn du aufs Klo gehst. Vorbei. Machst du was zum Essen? Eigenes Erlebnis. Spülst du ab? Eigenes Erlebnis. Füllst du die Waschmaschine? Eigenes Erlebnis. Gehst du Skifahren? Eigenes Erlebnis. Gehst du in die Turnhalle? Eigenes Erlebnis. Und die Gedanken sagen, ja, das ist ja doch, das ist doch mein Leben. Erst mache ich das. Aufstehen, Zähne putzen, frühstücken, dann irgendwohin sich bewegen, interagieren. Das hängt doch alles miteinander zusammen. Das erlebe ich doch. Oh, ja! Aha! So, so, so! Und wenn du denkst, es gab schon zig Millionen von Menschen, die jeder eine einzigartige Geschichte hat, sich an einem eigenen Platz und Raum- und Zeitkontinuum befunden hat und da reingeguckt hat. Und wenn man mal da, dann nochmal das erweitert, das ist ja das Leben oder das Bewusstsein, keine Ahnung, was Bewusstsein sein soll, ist ja nur ein Wort. Durch alle, dass da Wahrnehmung durch alle möglichen Tiere durchgeht, die kleinen Käfer, die in der Wüste rumlaufen, die Schlangen. Und man weiß ja auch nicht, vielleicht hat ja der Nebel, der übers Feld zieht, vielleicht ist da auch eine Wahrnehmung, aber auf einer ganz anderen krassen Ebene, diese oder die 100 Milliarden Mikroorganismen, die hier auf der Haut rumsausen und im Darm und das ist ja die Beschränkung, die scheinbare Beschränkung, wenn ich mich als sowas wahrnehme und gelernt habe, durch dieses Filtersystem zu schauen, dann interpretiere ich das und will das dann übertragen auf andere auch. So Beispiel, wie die Mensch, wie die Dampfmaschine erfunden ist, wollten dann die Wissenschaftler den Menschen anhand der Dampfmaschine erklären oder wie der Computer erfunden wurde, wollten sie den Verstand anhand des Computers erfinden und wer weiß, was danach kommt, dann will man daran sich dann erklären. Es sind immer so Modelle, um sich selbst reflektieren zu wollen, um sich erklären zu wollen. Ja, ist alles gut, es läuft ab, das. Mach es. Erklär dich selbst. Und doch gibt es da diesen Punkt, wo ich dann merke, wow, ja, da läuft so viel ab, so viel. Aber es erklärt nichts. Das Wissen, das ich habe, ist. Es wird mit mir sterben. Oder es geht an was anders weiter, aber. Es wäre doch schlimm, wenn ich was sein würde, was gewusst werden könnte. Oder? Ja, klar kann ich sagen, hier die Eigenschaften, Geburtsdatum von diesem kleinen Bimbo hier und er hat dieses Sternzeichen und er macht das gerne und so weiter. Aber wer erinnert sich an mich? Was ist das für eine Funktion, die sich an mich erinnert? Und vor was habe ich Angst? Immer vom Leiden. Oh, ich werde leiden. Scheiße, da kommt eine Krankheit. Boah, das ist gefährlich. Boah, boah, das ist ja eh gefährlich. Man ist ja nie sicher. Und wenn du die Leute im Altersheim anschaust, und denkst, da wirst du auch mal landen. Medi voll
voll mit Medikamenten und gefüttert mit Pudding und Brei und vielleicht irgendwie einem Toastbrot mit Scheiblettenkäse. Da will man ja lieber sterben, bevor man ins Altersheim kommt. Lassen wir es einfach öffnen. Braucht man auch nicht. Also, für wen spielt das eine Rolle? Und dann gibt es natürlich die Ideen, ja, ich kreiere das so, ich bin der Schöpfer meiner Bimbophonie, meine Symphonie, die wird so klingen. Muss ich immer irgendwie lachen, weil ich es gar nicht so erlebe, irgendwie. Ich staune auch, wenn ich so Erinnerungen habe an mich von früher und jetzt mich mit dem vergleiche, wie ich mich heute erlebe und denke, das zu sein. Ja, krass, war ich das überhaupt? Oder dann schaue ich so Fotos an. Aha, so sah er mal aus. Oho, wie wird er denn dann aussehen, wenn er verschrumpelt ist? Oder wenn er dann stirbt? Wer weiß, was dann vielleicht passiert ja gar nichts. Vielleicht macht es ja gar nichts. Weil es sind ja schon so viele gestorben und ja auch nichts gemacht. Und dann geht es wieder weiter. Und dann kommt wieder die Hoffnung. Dann denkt man wieder, oh, wenn man dann stirbt, dann wird es gut. Und dann wird aber wieder ein neuer Körper erschaffen. Oder dann stirbt die Menschheit aus und dann vergeht das Universum und dann geht es wieder an. Gibt es wieder ein neues Universum? Wieder neue Planeten? Aber das ist doch grandios, dass es so ein unendliches Potenzial hat und irgendwie Spezien, also eine Artenvielfalt erschaffen kann und die dann wieder ausrotten kann und den ganzen Planeten zerstören und dann explodiert eine Sonne und dann gibt es ein schwarzes Loch und die verschlingt dann wieder Galaxien und dann wird auf irgendwo anders wieder was ausgespuckt und dann musst du einfach aufs Klo gehen, weil du viel getrunken hast. Also, das ist das Coole. Es schließt nichts ein und nichts aus. Sobald das Leben wach wird, breitet sich's unendlich aus in allen unendlichen Möglichkeiten von Daseinsformen und alle sind vergänglich oder was auch immer. Also keine bleibt, unendliche Bewegung, gleichzeitig geschieht gar nichts. Ist total still, die Stille, keiner kann sie greifen und dann trotzdem im Film das Streben nach Glückseligkeit und boah, man will es immer besser machen, denkt die nächste Generation hat es vielleicht besser oder vielleicht schlimmer, weil ja Umweltverschmutzung ist und oh, ja, Brrms. Tschüss.